Yo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch mal die neuen Drops in Lucky Wars. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und liked das Video, falls euch solche Sachen gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir legen los. So, wir sind jetzt hier drin. Können wir noch? Nein, wir schaffen es nicht mehr. Wetten. Schade. Hat nicht geklappt. So, wir haben das Kit ausgewählt. Oh, wir sind gerade sogar mit zwei anderen hier im Team. Wir haben das Kit ausgewählt, indem wir noch 3 weitere Lucky Blöcke ins Inventar bekommen. Kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, je nachdem. Ich mag einfach Lucky Blocks zu öffnen und deswegen, ja, war das nicht wirklich lucky, weil hier eine Hexe gerade rauskam. Und wir bekommen Vergiftung für 30 Sekunden. Das ist auch richtig, richtig gut. So, hier aber schon mal eine gute Rüstung. Und so weiter und so fort. Dann können wir ja noch unsere normalen 3 Lucky Blöcke droppen, die wir noch im Inventar haben. Und jetzt können wir auch schon damit anfangen, ein bisschen zu bequatschen, was hier überhaupt los ist, was ich hier vorhabe. Und was noch in der Runde so mein Ziel ist. So Leute, zum einen will ich endlich mal meine Vergiftung hier wegbekommen. Sauber, sehr schön. Hier ist noch ein Lucky Block gedroppt und wir haben Puffy rausbekommen. Hier bekommt man natürlich die gleichen Drops wie auch in Lucky Race. Aber wir haben da ja nicht alle bekommen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir... Oh nein, Kugelfische darf ich nicht essen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch ein paar andere Sachen bekommen. Wir haben ja auch 3 Stück im Inventar. Aber ansonsten möchte ich noch mal ganz kurz was ansprechen, bevor wir hier richtig loslegen. Und zwar, oh, wir haben das Gladiatorenschwert. Sehr schön, das werden wir hier natürlich sicher behalten. Dann noch ein Verzauberungstisch. Und im letzten ist noch ein Verzauberungstisch drin. Schade. Und zwar bin ich mir ein bisschen unsicher, was ich genau bringen soll auf meinem Kanal. Also die Sachen, die mir so zurzeit Spaß machen. Scheiße. Oh, die droppen Essen. Wie nice ist das denn? Die Sachen, die mir zurzeit so Spaß machen, zu zocken und so weiter, sind auf jeden Fall Lucky Loot Battles, Lucky Quiz Battles. Das ist mega, mega cool und ich freue mich, dass ich solche Serien gefunden habe, die ich auf meinem Kanal bringen kann und die noch kein anderer gebracht hat. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ich so bringen soll. Ich habe keinen Plan. Und ich habe auch keine Lust, jeden Tag nur Lucky Blocks zu bringen, weil das, glaube ich, auf Dauer auch für Zuschauer langweilig werden wird oder werden kann. Und deswegen könnt ihr mir einfach mal Ideen in die Kommentare schreiben, was ich noch so bringen kann. Ja, Leute, haut ab. Ich habe keine Blöcke. Oh, der ist nicht bei uns im Team. Den können wir uns jetzt holen. Der hat richtig gute... Alter, ein halbes Herz. Nein! Was? So, Leute, jetzt können wir aber wieder unsere ganzen Coins setzen. 50 Coins gesetzt. Und jetzt spielen wir wieder ganz gemütlich hier diese Runde. Und haben im ersten Block direkt irgendwelche Edgars bekommen. Der war nicht so nice. Aber hier sind nochmal 2 Stück drin. Oh, wir haben einen TNT-Bogen. Sehr schön. Wir haben den Ultra-OP-TNT-Bogen. Der ist sogar noch OPer als in Lucky Race, Leute. Weil hier gibt es natürlich die Stellen, wo man sich rüberbaut und so weiter und so fort. Und das bringt einem natürlich dann richtig, richtig viel. So, da ist noch ein Lucky Block hier. Und it's just a prank. Den kennen wir leider schon. Wir wurden schon geprankt. So, jetzt gucken wir mal, was wir bis jetzt so bekommen haben. Wir haben natürlich noch unsere paar Lucky Blöcke im Inventar. TNT-Bogen. Achtung, dieser Bogen bringt die Erde zum Beben. Das hoffe ich, Mois. So, wir haben auch ein paar Blöcke. Aber bevor wir jetzt losgehen, will ich die nochmal öffnen hier. Da kann... Oh, da noch was rauskommen. Okay, das war jetzt nicht so nice. Moment, der ist gar nicht bei uns. Der ist nicht bei uns. Komm, ich helfe dir, Mois. Du bist gleich tot. Komm. Ja, wir haben ihn. Sehr schön, das war der erste Kill. Der hat sich aber auch getraut, hier drauf zu gehen. So, dann hier den noch droppen. Oh, nochmal ein paar Edgars. Und dann droppen wir noch den letzten. Und hier sind... it's just a prank. So, ich will auf jeden Fall hier noch meinen OP-Bogen testen, Leute. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und hier Schärfe 2 drauf, Alter. Oh, Mann! Als ob du das gemacht hast. Wieso war da ein Loch? So, wieder mit dem Lucky Kid hier am Start. Und es regnet irgendwie immer am Anfang einer Runde. Was hat das wohl zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber ich will auf jeden Fall jetzt einen Lucky Bow bekommen. Beziehungsweise nochmal bekommen. Ich fand das voll nice. Und wir waren zu doof, das auszutesten, leider. Und wir bekommen jetzt Katzen, Mann. Oh, wir haben Trank der Sprungkraft. Der könnte auch nice werden. So, dann haben wir noch unsere 3 im Inventar. Hier kommt raus. Oh, wir haben die Wurfsterne. Sehr schön mit der Verlangsamung. Die sind geil. Hier kommt leider nur Nebel raus. Und Lederrüstung. Scheiße, scheiße, scheiße. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt mal hier rüber zum ersten Gegner. Ey Leute, ich will jetzt endlich mal wieder eine gute Runde hier hinbekommen. Gib mir das Schwert. Beats, ich will das Schwert. Danke, Compañero Beatsos. So, wir bauen hier wieder erstmal alles ab. Oh, und hier sind sehr, sehr coole Tränke mit rausgekommen. Und hier ist wieder nur Nebel drin. Ich hasse diesen Nebel. Es bringt einfach nichts. Oh, wir haben ein Lucky Sword mit Schärfe 2. Das ist richtig OP. Das ist richtig, richtig geil. Und wir haben generell richtig gute Rüstung bis jetzt bekommen. So, die Frage ist, erwartet er uns oder nicht? Hat er uns gehört? Oder nicht? Er hat uns gehört. Und wir haben ihn down. Puh. Alter, aber auch nur, weil wir so ein krasses Schwert haben. Wir waren auch fast am Sterben.
Und ein Redstone mit TNT. Oh mein Gott. Weg hier. Alter. Alter. Hier sind hier krasse Sachen rausgejobbt. Leute, ich wünsche mir immer noch so krass diesen doofen Explosionsbogen. Warum bekomme ich den denn nicht? So, angekommen in der Mitte. Suchen wir jetzt den nächsten Gegner. Mal gucken, wer das ist, wer das sein wird. Wir können auf jeden Fall ein bisschen tricksen hier mit unseren Sternen und so weiter. Aber ich weiß nicht, wo der nächste Gegner ist. Hier irgendwo muss der Gegner sein, aber der Turm ist hoch. Da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Wir haben eine Enderperle. Den können wir schön verarschen. Oh, er hat eine Gift-Potion auf mich runtergeworfen. Er wird jetzt, denke ich, mal runterspringen, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, okay. Der Effekt ist jetzt weg. Wir essen nochmal kurz was. Ich weiß nicht, ob er noch irgendeinen Trank hat. Sein Trank hat ihn jetzt an sich gar nichts gebracht. Ja gut, sollen wir eine Enderperle schmeißen? Komm, wir schmeißen. 3, 2, 1. Oh, go! Oh. Fuck. So, Leute, ich baue mich jetzt gerade hoch zu dem Schlawiner. Der ist aber extrem hochgegangen. Und er campt dort oben jetzt. Oder hier, genau hier campt der. So, die Frage ist, wo können wir ihn jetzt holen oder wie? Sieht er mich oder nicht? Das ist natürlich die Frage, die wir uns hier stellen. Gut, ich bin jetzt direkt unter ihm. Fast direkt unter ihm. So, ich baue das noch ab. Oh, ich weiß nicht, ob er uns sieht. Weiß er, dass wir hier sind? Leute, das ist die Frage. Das ist die Frage. Okay, ich baue mich jetzt einfach hoch, würde ich sagen. Und da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Und? Komm. Jawohl, er ist down. Scheiß Camper. So, er schreibt gerade, dass er auch in der Mitte ist. Und das heißt, ich dürfte ihm jetzt einen Besuch abstatten. Natürlich nicht langweilig. Wir machen ein MLG, Leute. Und ich sag jetzt schon, wird das klappen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Ich will unbedingt ein MLG schaffen. Woo! Ich glaube, das heißt, wir haben gewonnen, oder? Was ist gerade schon wieder passiert, Leute? Leute, ich glaube, ich bin als Erster in der Mitte. Jawohl, wir können jetzt hier noch die ganzen Lucky Blöcke schnappen. Das ist sehr gut, weil wir können diesen Lucky Bow jetzt vielleicht bekommen. Ich hoffe es, bitte. Oben vielleicht. Alter, hier sind noch so viele. Die geile Quelle mit Lucky Blöcken. Richtig geile Lucky Block Quelle. 3 Stück haben wir hier noch. Eine Angel. Oh, die ist auch gut. Aber wir brauchen einen Bow. Ich will unbedingt diesen Bogen haben, bitte. Bogen, Bogen, Bogen. Nein. Okay, Leute, wir haben uns jetzt eigentlich relativ gut ausgerüstet. Trotzdem will ich einen Lucky Bow haben. Oh, da geht's ab, Leute. Da werden jetzt Kämpfe ausgeführt, wie was weiß ich was. So, den ersten haben wir und der ist auch down. Wunderbar. Da ist ein Bow. Da ist ein Lucky Bow. Ich will ihn haben. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben einen Lucky Bow. Oh, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Den holen wir uns. Komm. Jawohl, er ist down. Dankeschön. Hast du Pfeile? Oh, schade. Moment, Leute, man kann sich doch bestimmt auch Pfeile farmen. 6,5 Stunden später. Okay, Leute, hier gibt's weit und breit keinen Kies für Pfeile. Wir müssen jetzt, in die Mitte hoch, wollte ich gerade sagen. Aber der Typ ist runtergesprungen. Den müssen wir jetzt holen, Leute, das ist wichtig. Da ist er, da ist er. Den holen wir uns jetzt. Kommt, Leute, den holen wir uns jetzt. Ja. Go, go. Oh, er hat sich raus. Oh, er hat sich raus. Tippet. So, komm, du musst jetzt sterben. Bitte stirb. Er ist... Bitte, aber fall nicht runter. Ich wollte nur einen Pfeil. Oh, da. Da, Leute, wir sehen die letzten beiden Gegner durch ihn durch quasi. Und ich bleibe meinem Holzschwert mit Rückstoß treu. Ich weiß, dass ich ein besseres Schwert habe, aber irgendwie ist das cool. Da unten sind sie. Was farmen die sich denn da zusammen? Da gehen wir natürlich mit einem Water-MLG runter und versuchen sie zu töten. Komm, 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 komm. Du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst sterben. Jawohl, er ist gestorben. Und jetzt droppen wir kurz die Heilpotions und holen ihn auch noch dazu. Oh, was eine Combo! Oh, Leute, wir haben ihn, den TNT-Bogen. Da ist der erste Gegner und down. So, und jetzt können wir da den Bogen benutzen. Und zwar ist er so OP hier, ich zeig's euch. Hep! Er macht genau das, was ich wollte. Er baut sich rüber. Und das heißt, wir können unseren Bogen verwenden. Oh mein Gott, was ist da passiert? Stirb, Mäus!
Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dies so war, könnt ihr mich abonnieren und damit gar kein Video mehr verpassen. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns. Ciao, habt einen wunderschönen Tag. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Euer Beats.